Klar. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Ich habe nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ja, es kann ein bisschen dauern, Leute. Es tut mir echt leid, das ist natürlich sehr langweilig. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen Plan, wie ich das bewerkstelligen soll. Es sollen nur 15 Einheiten da durchkommen, aber man wird von allen Seiten angegriffen. Und die Ressourcen befinden sich direkt im Kampfgebiet. Was natürlich sehr sinnfrei ist, weil jeder, der so einigermaßen schlau im Kopf ist, baut sich erst einen Brückenkopf auf, um dann weiterzugehen, ja. Das heißt, dass normalerweise in dem Rückenfeld hier hinten genug Ressourcen sein müssten, um hier vorne Druck machen zu können. Aber hier vorne hinten sind so wie keine Ressourcen. Und dann die Ressourcen, die ich brauche, um Druck zu machen, sind im gekämpften Gebiet, die ich natürlich unmöglich halten kann. Das wird jetzt auch nur eine Sache von Minuten sein, dass ich dieses Ding hier habe und mir ein paar Dollars bringt. Aber das war es dann auch bald, ne? Das ist nicht umsetzbar irgendwie. Ich habe da auch keine wirkliche Idee, wie ich das schaffen soll. Na gut, da steht so eine Scheiß. Ich kann da nichts gegen tun. Na, da steht dieser Scheiß Penner da im Wald. Ich versuche den mal mit Fallschirmspringer zu kriegen. Das ist so jetzt meine einzige Idee, die ich jetzt so spontan habe. Echt. Scheiße ist das. Ich habe da echt null Plan jetzt. So, wir werden da auch mal die Einheiten verwirren auf dieser Stelle. Jawohl, genereller Befehl. Frequenz für den Sender wechseln. Beschäftigen wir die mal, indem sie unnötige Befehle ausführen. Wir können nur warten und hoffen, dass das mal irgendwie gelingt hier. Die Geschichte unter Kontrolle zu kriegen. Ja, zack. Die hauen gleich weg. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt unsere Infanterie. Die werden das hoffentlich retten. Eine neue List ist verfügbar. So. Wenn wir da auch mal Verwirrung erzeugen. Wenn wir das auf die Frequenzstrategie setzen. Huch, wo ist der denn jetzt hin? Ach, da ist er doch. Und boom. Da ist noch einer. Nicht hinkommen lassen. So. Das wäre das soweit. Pass auf so. Pass auf immer. Ich muss sie hier so am Rand hinstellen, dass sie dann eventuelle anfahrende Panzer kalt machen können. Ah, da kommt schon wieder was. Da kommt schon wieder was. Soll jemand unser Aufklärer weiter nach Norden verlegen hier? Damit wir gegebenenfalls, falls das wieder eine Artillerie ist, sie gleich ausschalten können. Das ist ein Aufklärer. General, der erste Panzer ist durch. Wow. Ein Panzer. So, pass auf. Wir können eine neue List einsetzen. So. Und dann brauchen wir unbedingt hier Fallschirmspringer, die wir hier. Die setzen wir hier ein. Kommt denn noch Ressourcen durch? Ja, noch. Das ist alles gut. Gucken, dass hier keine List abläuft, ja. So, frisch halten, schön. Die beiden verwirrt bleiben. Zwei sind schon durch. Das sieht ganz gut aus. Noch. Wir jetzt durchgehen mit den Funkstörungen jetzt arbeiten. Mal sehen, das scheint ja ganz gut zu klappen.
Wir haben so die Dörfer so ein bisschen gesichert. Bisschen aus der Schuss, also so, nicht so direkt in der Schusslinie steht. Wir brauchen noch Luftabwehrgeschütze, wäre gar nicht schlecht. Wo haben wir die? Ja. So. Oh. Ach scheiße, die hauen die hier sofort weg, ja? Scheiße. So, wer hat jetzt die Frequenzen verloren? Er kann aber noch keine neuen vergeben. Okay. Ich muss eine Kaserne haben. Kein Geld für eine Kaserne. Und ich muss eine kleine Panzer bauen. Kann ich natürlich auch nicht. Ah, pass auf. So. Aha. Scheiße. Ich kann leider dieser Einheit nicht helfen. Null. Die ist so stark, diese Einheit. Die ist echt stark. Ich hoffe, wir werden... Ne, die nicht. Aber die hier. Die können wir hier ins Dorf zurückholen. Und versuchen... die zu unterstützen. Ich werde hier auch nochmal Fallschirmspringen abwerfen. Die einzige Chance, die wir haben, sind die Fallschirmspringereinheiten. Sechs haben wir schon durch, das ist gut. So, wir setzen hier nochmal eine hin. So. Damit sie mal schön frisch verwirrt bleiben. Nicht irgendwie strategische Entscheidungen treffen können. So. Ah, ja. Wenn wir jetzt hier, wenn wir die Stadt angucken. Wir haben ja ein Dorf, ne? Aber auch schon ganz schön zu klump geschossen hier mal. Aber sonst ist die Stadt oder das Dorf noch gut erhalten. Naja, mehr oder weniger. So, schnell aus den Nimmwegen. So. Da hinten sind immer noch die. Werde ich nicht los? Ah. Scheiße. Feuer. Brezel jetzt mal gerade los, die Einheiten. So. Achso, wir haben noch dieses, die wollte ich noch sicherstellen. Der kann uns natürlich hier in die Seite fallen noch, ganz übel. Neue Listen wurde zur Verfügung gestellt. Kommt noch Nachschub im Depot. Das Depot ist auch gleich leer, verdammt. Ich muss ihn gleich auch so angreifen, das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Einfach nicht genug habe. Ich brauche das hier.
ist das? Ah, das ist auch eine Artillerie. Die schnappen wir uns auch. So. Oh, da hätten wir doch noch gefeuert. Ah, das ist hier der Bunker. Okay, schnell wieder ins in den Wald. Ah, schade, erwischt. Okay. Im 11. Die Berichte sind lückenhaft, Sir, aber den Red Devils in Arnheim geht wohl die Munition aus. Wir müssen uns beeilen. Ja, genau, mit bleiben sie ja stehen. Uns geht auch die Munition aus, um ganz ehrlich zu sein. Na, die Munition nicht so direkt, aber die Rohstoffe. Was dann zuvor hat, dass auch die Munition ausgehen wird. Da kommt schon Nachschub. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben echt nicht mehr viel. Das sieht echt dünn aus. Ich hoffe, es hält noch durch irgendwie. Wir können eine neue List einsetzen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ja, warte hier, warte. So. Oh, bedrohliche Musik. Das ist immer böses Ahnen. Müssen wir Ressourcen sammeln. So, auf die schmeißen wir auch noch hier ab. Ja, damit wir uns die schnappen können. Aha. Warte mal, wir werden uns mal hier weiter verlegen. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, unglaublich. Geschafft, Sir, aber leider zu spät. Die Red Devils sind schließlich doch überrannt worden. Nur eine Handvoll Überlebender hat sich ergeben. Das war's. Die Deutschen halten die letzte Brücke. Operation Market Garden war ein Fehlschlag, Sir. Was? Oh, wie schade. Garn, naja, die Brücke der Entscheidung. Das war ja nun nicht so toll. Na gut. Kleines Pauschen und dann geht's gleich weiter. Ich habe versagt, Kate. Das steht außer Frage. Nimm's nicht so schwer, Joe. Weatherby hätte nicht mal Eindhoven eingenommen. Ja, aber ich frage mich, vielleicht hatte Campbell doch recht. Das war eine perfekte Falle für uns. Bist du jetzt etwa auch noch so paranoid wie er? Wenn so etwas nicht wieder vorkommen soll, musst du eben deine eigenen Pläne machen. Das sollte ich wirklich. Du wirst mir doch sagen, ob das meiner Karriere schadet. Das werde ich. Ich stehe zu dir, Joe. Ich muss jetzt wirklich los. Ich trau ja nicht. Und wann kommst du wieder? Frag das Ministerium, sie bestimmen darüber. Und freu dich ein bisschen für mich. Ich wurde befördert. Ja klar, ich freue mich für dich. Okay. Aber sicher nicht für mich. 2 Monate später. Fotos aus von Rundstedts Hauptquartier. Karten, die Stärke der Einheiten, Befehle, einfach alles. Oh, verdammt. Da fehlen ja nur noch unsere Erkennungsmarken. Es gibt einen gottverdammten Spion und wir müssen ihn unbedingt finden. Und? Was wollen Sie nun machen? Die Patrouillen verdoppeln und höchste Alarmbereitschaft. Oh, das ist ja eine wirklich gute Idee. Das bringt ja viel. Also gut, Andrew. Ich habe mich geirrt. Wie wir alle. Wir hätten auf sie hören sollen. Ist das eine Entschuldigung? Vom unbeugsamen, heldenhaften Lieutenant General Sheridan?
Ja, aber sagen Sie es nicht weiter. Im Ernst, Andrew. Schön, dass Sie zurück sind. Joe, ich bin nur hier, weil Sie als einziger befehlshabender Offizier nicht auf Weihnachtsurlaub sind. Aber ich freue mich sehr, denn Sie sind immer noch der Beste. Vielen Dank. Das ist eine Ehre. Aber werden wir nicht sentimental. Wir haben noch viel zu tun. General, Aufklärungseinheiten melden Feindkontakt. Wir müssen herausfinden, was los ist. Was will ich da tun? Ach, ein Aufklärungsfahrzeug. So, viel. Kleine Aufklärungsmission. Das machen wir doch mal schnell auf die Schnelle. Wir haben nur das eine Fahrzeug hier. Puh. Sir, die Crowds waren Funkstille. Raten Sie mal, wer die gegnerischen Truppen übernommen hat. Von Richter? Ich dachte, der wäre an der Ostfront. Er ist klammheimlich vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Was machen Ihre Truppen? Vom 8. Korps steht nur die 28. Division zur Verfügung. Weatherbys 106. Division ist noch im Norden beschäftigt. Wenn Sie mir vertrauen, sollten Sie Alarm geben und Ihre Truppen sammeln. Ich nehme an, von Richter hat mehrere Panzerkorps. Wir treffen uns bei Bastogne. Das ist ein strategischer Schlüsselpunkt. Das Bastogne, wo ist das? In Bastogne gibt es keine Panzerabwehrstellung. Meine sind alle an der Front. Dann schicken Sie alle verfügbaren Kräfte nach Bastogne. Die 28. wird Wild so lange wie nötig halten. Ich übernehme das Kommando. Und Weatherby? Seine 106. besteht fast nur aus Rekruten. Das sind Kinder. Er muss einfach durchhalten. Wir müssen Bastogne um jeden Preis halten. So, wir schieben mal den Tisch mal zurecht. So. Schauen wir mal. Bastogne. Sie kommen. Okay, pass auf. Wichtig ist, das wäre die Artillerie. Joe, nutzen Sie die Wälder und ein paar gut platzierte Stellungen. So, gleich updaten. Ganz wichtig. Wichtig, dass wir mal gute Aufklärung haben. Muss ich auf Ressourcen achten hier? Ressourcen? Ne, ich krieg gar keine Ressourcen. Okay, alles gleich. Muss dem aus. Oh, war irgendwie zu erwarten. Das war irgendwie zu erwarten. So, ach, da und da kommt er. Alles klar, warte. Dann dahin. Sheridan, die 106. Division verlässt die Positionen. Was zum Teufel macht Weatherby da? Ich kann Weatherby nicht erreichen, Sir. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist echt ein Problem. Wir müssen diese Stellung halten. Die 76mm Panzerabwehrgeschütze werden in Bastogne benötigt. Erstmal hier eine einfache Einheit hinstellen. Um hier aufzuhalten. So, jetzt können wir die updaten, wenn es geht. Gut. Jetzt will ich Ressourcen. Ich weiß nicht, wann ich wieder Ressourcen kriege. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes.
Okay. So. Verstellung der Scheineinheiten läuft. So, Augenblick. Wo haben wir das Problem? Hier. Hier nicht. Tja, Bomber! Was? Bomber? Nein! Ich bin nicht vorbereitet auf Bomber. Nein, das hat uns noch gefehlt. Bomber! Forschung abgeschlossen. Sind Scheinangriffe, oder? Ja. Das meine Scheinangriffe? Keine Ahnung. Scheinbar. So. Das ist echt übel. So. Ach, da haben wir Ressourcen. Okay, wir kriegen unsere Ressourcen. General, die Reihen der 106. Division brechen auseinander. Warum hat Weatherby seine Leute nicht unter Kontrolle? Die Deutschen sitzen ihnen im Nacken und sie lassen Bastogne ungeschützt zurück. Immer noch keine Antwort, Sir. Eine neue List ist verfügbar. Das ist ein echtes Problem. Meine gegnerische Artillerie auch. Sir, einige von Weatherbys Leuten feuern auf ihre eigenen Stellungen. Verstehe. Das sind nicht unsere Männer, sondern deutsche Soldaten in unseren Uniformen. Sie versuchen, unsere Linien zu infiltrieren. Naja, das ist ihm auch gelungen, würde ich sagen. Die Deutschen versuchen, die 28. Division in Bastogne zu isolieren. Wir müssen die Straße offen halten, damit die Panzerabwehrgeschütze durchkommen. So. Super. Sir, eine neue Meldung. General Weatherby und seine Division haben sich ergeben. Was? Schafft es nicht einmal im Kampf zu sterben. Zack, in die Wälder mit euch. Und da erwarten. Geld. Okay. Oh je, so, sorry, ich rede gar viel zu wenig mit euch. So, ich versuche natürlich weiter hier diese Durchgänge dicht zu halten.
Und eben halt zusätzlich diesen hier. Ja, das ist ein Problem. Sieht nicht gut aus, Leute. Güte, was ist das, ein Sniper oder was ist das? Ach du Scheiße. Ihre Einheiten sind erledigt. Das Dauerfeuer ist vorbei. Was glaubst du? Sir, das Hauptquartier schickt Nachschub zur Unterstützung. Ich brauche unbedingt Nachschub. Mit den 76ern, Joe. Wir stehen unter Artilleriebeschuss. Ich 76er? Ich hab keine 76er! Deutsche Artillerie massakriert uns, Sir. Wir sind fast erledigt. Ja, und? Was soll ich tun?